Ja, willkommen zur Veranstaltung heute hier zum Thema Industriepolitik 4.0. Ganz herzlichen Dank an Telefonica Germany, an Frau Gregorian, hier ist sie. Ganz herzlichen Dank, dass wir heute wieder hier sein dürfen. Jeden dritten Mittwoch im Monat treffen wir uns hier zum Digital Lunch, um aktuelle Fragen rund um das Thema Digitalisierung zu besprechen. Heute geht es um Industrie 4.0, also die intelligente Vernetzung von Menschen, Maschinen und industriellen Prozessen und die Entstehung der intelligenten Fabrik. In der Fabrik der Industrie 4.0 koordinieren intelligente Maschinen selbstständig Fertigungsprozesse. Service-Roboter unterstützen Menschen in der Montage bei schweren Arbeiten. Fahrerlose Transportfahrzeuge kümmern sich eigenständig um Logistik und Materialfluss. Industrie 4.0 bestimmt dabei die gesamte Lebensphase eines Produkts, von der Idee über Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis zum Recycling. Vernetzung findet aber nicht nur innerhalb von intelligenten Fabriken statt, sondern auch über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg, zwischen verschiedenen Akteuren der Wirtschaft, von mittelständischen Logistikunternehmen über spezialisierte technische Dienstleister bis hin zu kreativen Start-ups. Der Wandel ist unaufhaltsam, das sehen wir jetzt auch gerade auf der CeBIT wieder, wie schnell und schneller als je zuvor sich der digitale Wandel vollzieht. Letztendlich dreht sich alles um die Frage, wie technische Innovationen unser Leben verbessern können, wie Unternehmen in Deutschland und Europa sich an den Wandel anpassen und diesen als Chance nutzen. Denn für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Deutschland bieten sich enorme Potenziale. Rund 15 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt von der produzierenden Wirtschaft ab. Es entstehen auch neue Geschäftsmodelle. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen bieten intelligente digitale Produktionsverfahren große Chancen. Heute möchten wir fragen auf unserer Veranstaltung, wie sieht die Fabrik in der Industrie 4.0 ganz konkret aus? Welche Chancen und Herausforderungen bietet die vierte industrielle Revolution ganz konkret für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt? Wie gehen wir mit dem Thema IT-Sicherheit und Datenschutz um? Wie wandelt sich der Arbeitsmarkt und wie gestalten wir auch die Qualifikation von Menschen, damit sie neue Arbeitsplätze gestalten? Und natürlich fragen wir auch, wir sind ja eine politische Stiftung, wie hält eigentlich die Politik Schritt und wie kann sie geeignete Rahmenbedingungen setzen? Das heißt, welche Normen und Standards sollen künftig gelten, damit gute Entwicklung gefördert werden, aber nicht einzelne Geschäftsbereiche subventioniert und andere ausgebremst werden? Wir sprechen mit folgenden Gästen über diese Fragen. Zunächst Marina Gregorian, sie ist Kommunikationsexpertin bei der Telefonica Germany GmbH und Co. OAG. Sie gibt uns gleich einen Impuls über neue Formen der Produktion in dem wichtigen Bereich der Telekommunikation, des Mobilfunks. Vielen Dank noch einmal an Sie, liebe Frau Gregorian, für die Zusammenarbeit heute und wir sind sehr gespannt auf Ihren Impuls. Herzlich willkommen. Im anschließenden Impuls von Alexandra Horn vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft geht es um Chancen der digitalen Industrie für den Mittelstand und auch um praktische Tipps und Hinweise, wie die bestmöglich genutzt werden können und unter welchen Bedingungen das möglich ist. Herzlich willkommen, Frau Horn. Ich habe Sie schon gesehen. Sie ist hier. Ja, schön, dass Sie da sind. Anschließend wird uns Dr. André Schmirjan ebenfalls in einem kurzen Input von der Firma InSystems Automation am praktischen Beispiel des Transportroboters zeigen, welche Dinge konkret für ein Maschinenbauunternehmen in Berlin wichtig sind im Bereich der Anpassung an die Digitalisierung und was die Politik tun kann, um den richtigen Rahmen zu setzen. Anschließend diskutieren wir mit den Impulsgebern und auch mit Ihnen, liebe Gäste. Sie haben ja vorhin beim Einlass schon angefangen über diese Fragen. Und dann wird diese Diskussion Frau Diana Scholl moderieren, die ich ebenfalls willkommen heißen möchte. Sie ist Expertin für Digitalisierungspolitik. Sie ist ebenfalls stellvertretende Leiterin der Volkswirtschaftsabteilung des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft. Herzlich willkommen an Sie, Frau Scholl. Jetzt geht's los. Ich freue mich über spannende Inhalte und auf die Impulse. Frau Gregorian, bitteschön. Jo. Hallo, liebe Gäste, herzlich willkommen im Telefonica Basecamp. Mein Name, wie schon gesagt, Marina Gregorian. Und ich hoffe, der Impuls wird spannend für Sie, denn in erster Linie möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, was denn das Basecamp eigentlich ist, dieser Ort hier.
und was wir hier so täglich machen. Unser Ziel ist es, die abstrakte Welt der Digitalisierung zugänglich und erlebbar zu machen. Nun ja, das klingt jetzt wahrscheinlich für Sie nicht weniger abstrakt. Aber es geht darum, aufzuzeigen, wie digitale Transformation unser aller Leben täglich verändert. Und heute ist ein sehr guter Tag dafür. Es geht ja schon los mit Live-Vorführungen. Diese Debatte um das Für und Wider der Digitalisierung versuchen wir auf jeden Fall in allen ihren Aspekten zu beleuchten. Die gesellschaftlich-politische Perspektive ist dabei nicht minder spannend als die technologische. Das Telefonica Basecamp ist also eine Art Hub für Austausch und für Perspektiven und gleichzeitig auch eine Plattform, wo diskutiert und mitgestaltet werden kann. Nicht zuletzt ist es auch ein tolles Café, wo Sie immer herzlich willkommen sind, und auch ein O2-Shop, wo Sie alle Ihre Fragen loswerden können, was Ihre digitalen Tools angeht. Einige von Ihnen haben wahrscheinlich schon die eine oder die andere Veranstaltung bei uns miterlebt, von Workshops bis größeren Symposien und Debattenformaten. Dafür ist das Basecamp da und da sind wir auch sehr vielseitig. Wir freuen uns jährlich über 10.000 Besucher, alleine hier vor Ort, aber auch über unsere sehr aktive Online-Community auf Twitter, auf Facebook und auch auf unserem Telefonica Basecamp-Blog. Spannende Beiträge dort übrigens, schauen Sie vorbei. Sie, unsere Gäste und unsere Partner, machen das Basecamp eigentlich zu dem, was es ist, nämlich einem Mindlab rund um die Debatte über die Zukunft der digitalen Welt. Hier treffen Philosophen auf Pragmatiker, Datenspezialisten auf Demokratieverteidiger, Nutzer auf Digital Influencer und jeder von Ihnen kann mitmachen und mitdiskutieren. Nur um ein wenig Name-Dropping zu betreiben, Bill Gates, John Kerry, der Harvard-Professor Michael Sandel, nur um so ein paar von denen zu nennen. Sind wir auch nicht unstolz darauf, wie man sehen kann, glaube ich, bei mir. Jüngst hat auch das Advisory Board des World Wide Web Konsortiums hier getagt, dem Standardisierungsgremium für das Internet, das von Tim Berners-Lee ins Leben gerufen wurde. Und dabei an diesem Abend war auch Professor Wolfgang Walster, der Präsident des DFKI. Der hat wiederum seinerzeit den Begriff Industrie 4.0 geprägt. Und da sind wir auch schon beim Thema unseres heutigen Events. Wir befinden uns, wie schon gesagt, in der vierten Welle der Digitalisierung. Während zunächst vor allem an Bildschirmen die Digitalisierung stattfand, die Daten für uns Menschen lesbar gemacht wurden und beispielsweise Webseiten angezeigt wurden, steht nun die Machine-to-Machine-Communication sowie die maschinelle Interpretation der digitalen Daten im Mittelpunkt. Die automatisierte Datenkommunikation von Maschine zu Maschine entwickelt sich zu einem wesentlichen Bestandteil der Telekommunikation. Und da sind wir auch schon bei uns, bei Telefonica. Als Netzbetreiber stellt Telefonica Deutschland die Infrastruktur bereit, die diese Umwälzung unserer Wirtschaft und auch unserer Gesellschaft erst möglich macht. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dass Telefonica Deutschland sich auch gerade selbst mitten in einem Innovationsschub, in einem Innovationsprozess befindet, der im deutschen Mobilfunkmarkt soweit einmalig ist. Warum ist Innovation so entscheidend für uns? Weil wir nur dann erfolgreich sein können und auch digital erfolgreich sein können, wenn wir Menschen und Unternehmen dabei unterstützen, die Chancen dieser Digitalisierung letztendlich auch zu nutzen. Und zwar so, dass es maßgeschneidert ist, so wie es ihren Bedürfnissen entspricht. Was bedeutet das konkret? Und wo können wir als Telefonica Deutschland bestehende Expertise einbringen? Hier gibt es bei uns zwei Schwerpunkte und zwei große Schwerpunktthemen. Den ersten nennen wir Advanced Data Analytics. Das ist die Analyse der riesigen Datenmengen, die in unseren alltäglichen Geschäftsprozessen quasi als Nebenprodukt anfallen. Mit diesen Erkenntnissen aus solchen Analysen können wir Antworten auf einige der wichtigsten Fragestellungen der heutigen Zeit und auch unseres Alltags finden. Wie vermeiden wir beispielsweise Staus auf unseren Straßen? Wie reduzieren wir die Umweltbelastung durch Emissionen? Aber auch, wie stärken wir in Zeiten von sofort gelieferten Online-Bestellungen auch den Einzelhandel, der mitunter unsere Städte und Innenstädte lebenswert macht?
Und das zweite große Thema, darum geht es heute schwerpunktmäßig, das Internet der Dinge oder auch Internet of Things. Die Vernetzung von Milliarden von sensorbestückten Dingen wird unsere Gesundheit, unsere Energieversorgung, auch unsere Industrie und Produktion entscheidend verändern und gegebenenfalls auch Deutschlands Wettbewerb im globalen wirtschaftlichen Kontext entscheidend stärken. Wie ein konkretes Beispiel von Telefonica Deutschland in Sachen Innovation aussieht, Ende letzten Jahres haben wir aus dem Konzern ein Startup ausgegründet, meiner Meinung nach soweit auch schon relativ innovativ oder sehr innovativ, die Telefonica Next. Die Next arbeitet mit genau den eben beschriebenen technologischen Wachstumssäulen der Digitalisierung, der Datenanalyse und dem IoT, also dem Internet of Things. Und im Bereich IoT hat Next eine Plattform entwickelt. Diese Plattform ebnet den Produktherstellern und sprich den Unternehmen der Konsumgüterindustrie einen schnelleren und einfacheren Weg ins Internet der Dinge. Sprich, die Unternehmen sollen sich genau auf das konzentrieren, was sie am besten können, tolle Produkte für ihre Kunden erstellen und vermarkten, und das komplette IoT-Know-how bringt die Plattform, also bringt Telefonica Next ein. Das war nun ein ganz kurzer Umriss dessen, was Telefonica und Telefonicas Welt der Innovation rund um Internet der Dinge so betreibt. Sie sehen, wir nehmen unsere Rolle als einer der Haupttreiber der Digitalisierung in Deutschland sehr ernst, und zwar auf allen Ebenen. Liebe Gäste, und Sie sind auf jeden Fall stets herzlich willkommen, mit dabei zu sein, und die nächste Gelegenheit haben Sie schon am 30.03. Da geht es um ein Format, das wir zusammen mit dem Tagesspiegel initiiert haben, ins Leben gerufen haben, und zwar die Data Debates. Da stellen wir uns die Frage, der Mensch als User und wie funktioniert das digitale Miteinander. Schauen Sie also gerne vorbei. Aber ich bin schon am Ende meiner Ausführung meines Impulses und wünsche uns allen ein wahnsinnig spannendes Event heute. Es geht weiter im Programm. Ich wünsche allen tolle Zeit hier im Telefonica Basecamp beim Digital Lunch. Viel Spaß. Genau, das ist meine Folie. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Alexandra Horn vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Die Friedrich-Naumann-Stiftung und unser Verband haben schon viele gemeinsame Projekte gemacht. Ich habe auch gesehen, Sie haben da einige Informationsmaterialien. Die Innovationsoffensive ist ein gemeinsames Projekt, was wir schon seit 2 Jahren machen. Und passend zu dem Thema, auch mein Thema heute, das Thema ist das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 Berlin. Eine Initiative, die das Bundeswirtschaftsministerium fördert. Wir sind ein Zentrum von insgesamt 10 im Augenblick. Es kommen perspektivisch noch 20 dazu. Wir sitzen hier in Berlin. Allerdings über das Netzwerk des BVMW haben wir auch die Möglichkeit, bundesweit zu agieren. Und ja, die Frage ist, was ist unsere Aufgabe? Was ist die Aufgabe, die wir haben als Kompetenzzentrum, die wir hier in Berlin haben, die aber auch die anderen Zentren haben? Es geht darum, und das wurde ja auch schon angesprochen, den Mittelstand zu unterstützen bei der Digitalisierung. Es gibt viele Unternehmen, die sich schon auf den Weg machen, viele, die noch sehr zurückhaltend sind. Und ja, unsere Aufgabe ist es eigentlich, denen, die sich auf den Weg gemacht haben, noch mehr Hilfe zukommen zu lassen, dass das auch gelingt, dass das Thema 4.0 nicht irgendwas Abstraktes bleibt, sondern wirklich im unternehmerischen Alltag ankommt, auch wirtschaftlichen Nutzen bringt. Und deswegen haben wir unser Projekt gestartet, gemeinsam digital. Wir sind nicht die Einzigen. Der BVMW ist sicherlich für das Netzwerk der Unternehmen zuständig. Aber wir haben viele Partner, die uns da mit ihrer Expertise unterstützen. Das sind im Großen und Ganzen unsere Unterstützer, das Hasso-Plattner-Institut, kennen Sie sicherlich auch hier in Potsdam, die mit dem Design-Thinking-Ansatz da einen neuen Aspekt reinbringen in das unternehmerische Handeln. Wir haben die Technische Hochschule Brandenburg, die uns bei den Umsetzungsprojekten unterstützt. Dazu sage ich gleich noch etwas. Naja, und noch viele andere Partner hier aus Berlin und Brandenburg, mit denen wir da gemeinsam die Reise begonnen haben. Und
Jetzt schauen wir mal rein in das Kompetenzzentrum. Was machen wir? Sie werden sehen, auf den folgenden Folien sind immer diese Bubbles in der Mitte, die Fragen, ja, was bedeutet Digitalisierung für mein Unternehmen? Also wir sind immer, bei allen Aktivitäten, die wir machen, gehen wir immer aus der Perspektive der Unternehmer, aus den Fragen, die sich stellen. Weil es gibt viele, viele Fragen und wir versuchen, dort anzusetzen, wo ja letzten Endes auch das Angebot fruchten soll. Und fangen wirklich auch zum Teil sehr niederschwellig an, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben verschiedene Schwerpunktthemen. Hier sind zwei Beispiele. Einmal das digitale Marketing, digitale Geschäftsmodelle. Und zu all diesen Themen, die wir behandeln, gibt es sehr, sehr viele Studien, aber sehr, sehr wenige Handlungsempfehlungen. Und genau an der Stelle setzen wir an, dass wir sagen, es muss für einen Unternehmer verständlich sein, es muss runtergekocht sein. Das sind DIN A5 Flyer, also da ist wirklich ganz, ganz kondensierte Information, die wirklich auf den Punkt dem Unternehmer so eine erste Orientierung gibt. Und man glaubt es nicht, aber davon gibt es einfach sehr, sehr wenig. Und deswegen haben wir uns da auch darauf dann konzentriert, einfach auf die grundsätzliche Erklärung, was ist denn überhaupt ein digitales Geschäftsmodell? Dem geht natürlich voraus, was ist überhaupt mein Geschäftsmodell analog? Das ist eine Frage, die man vorher auch schon sich stellen muss. Auch da, an der Stelle, gibt es schon viele Fragezeichen beim Unternehmen und dort möchten wir auch unterstützen. Denn erst wenn ich analog begriffen habe, was ich eigentlich mache, wo der Mehrwert besteht, kann ich dann dazu übergehen, das auch digital zu optimieren. So, kommen wir weiter zu den Formaten. Ich hatte erwähnt, das Hasso-Plattner-Institut macht Workshops und Trainings. Auch da ein sehr intensives Format, weil da geht es letzten Endes darum, die Frage, ja, was kann ich in meinem Unternehmen konkret umsetzen? Gar nicht mehr so allgemein, was gibt es alles, sondern was passt zu mir? Und da sind wir in sehr intensiven Formaten unterwegs. Sie sehen auch so ein paar Titel, die ich da rausgenommen habe. Ja, Internetrecht und Datenschutz, Geschäftsmodell, Innovationen. Da gehen wir wirklich also an die Basis. Ich zeige Ihnen gleich auch noch in den Projekten, was das dann konkret bedeuten kann. Und da arbeiten wir eben auch mit dem Design Thinking Ansatz. Vielleicht kennen es viele von Ihnen schon, aber es geht wirklich hier systematisch darum, dass ich vom Nutzer denke, dass ich auch an so einen Unternehmer von meinem Kunden aus denke. Was braucht er? Wie kann ich den besser erreichen über digitale Kanäle? Es geht immer um Zeit. Also Sie sehen das da oben, die Zeit, es ist alles begrenzt. Man muss schnell und in überschaubarer Zeit zu einem Ergebnis kommen. Man muss auch immer so ein bisschen gucken, ja, also auch da vom Nutzer kommen, den verstehen, den beobachten, erste Prototypen entwickeln, die testen und dann kommen wir in diesen Zyklen immer näher an das passende Produkt. Sie sehen oben nutzerzentriert denken, das Beispiel, das ist mein Lieblingsbeispiel, dieser Weg mit dem Design, also mit diesen beiden Pforten davor, der wird leider Gottes nicht genutzt. Sie sehen, die Leute gehen außenrum, also irgendwas stimmt an diesem Tor nicht und das ist, finde ich, das verdeutlicht das ganz gut, ja, wie man das Produkt denken muss, dass es auch wirklich angenommen wird. Und hier arbeiten wir auch mit haptischen Modellen. Also Sie sehen unten die Logomännchen. Auch das ist kein Witz. Das ist wirklich so in der Art, basteln wir die Ergebnisse, die Prototypen, die wir entwickeln, um das Ergebnis auch haptisch darzustellen. Wie kann so eine Lösung aussehen? Ja, kommen wir weiter zu dem Thema der Umsetzungsprojekte. Das hatte ich ja eben auch schon erwähnt. Ich zeige Ihnen mal zwei Beispiele, die wir gemacht haben. Das eine haben wir genannt Marmelade 4.0. Das ist ein Sanddornhersteller im Brandenburgischen, der jetzt erstmal auch nichts Besonderes, erstmal eine Website sich überlegt hat, seine Produkte online verkaufen wollte. Da geht es um die ganzen Marmeladen und um die Säfte und was es da alles noch gibt. Nur allein die Webpräsenz bringt ja das Produkt noch nicht zum Kunden. Das heißt erstmal optisch, aber nicht physisch. Und hier war sozusagen die Fragestellung, wie digitalisiere ich die Prozesse, die danach kommen? Denn irgendwie muss ja über einen logistischen Prozess die Marmelade auf dem Frühstückstisch landen. Das war da die Herausforderung zu sagen, wie organisiert man das? Welche Lösungen sind da die richtigen? Und da haben wir jetzt sozusagen einen ersten Ansatz gewählt mit dem Unternehmen, auch im Design Thinking gemeinsam mit den Mitarbeitern, uns überlegt, wie kann das funktionieren? Und Sie sehen, wir haben verschiedene Projektphasen, also wir gehen alle einzelnen Phasen, die Vorphase, die Planungsphase, im Augenblick sind wir in der Durchführungsphase des Prototypen, dann wird das Ganze evaluiert, damit wir auch sehen, was hat es gebracht, wo kann man nachjustieren. Da kann man immer sagen, es gibt nie die perfekte Lösung, aber es gibt einmal eine Lösung, die vielleicht etwas besser ist als das, was man gerade hat und so nähert man sich dem annähernd perfekten Prozess über verschiedene Phasen. Das hatte ich eben schon erwähnt und das nächste Beispiel, das ist hier in Berlin, da sind wir bei einem Dienstleister, beim IT-Dienstleister, da ist das Thema Cloud, wissen Sie, gibt es, aber es gibt auch viele
Vorbehalte. Viele Unternehmen sind da auch noch zurückhaltend, haben Bedenken, was die Nutzerfreundlichkeit betrifft, was die Sicherheit betrifft. Auch da sind wir in das Unternehmen reingegangen, haben das, wie Sie sehen, in einem, ja, diese Zettelwirtschaft, das ist typisch für Design Thinking, da werden erstmal alle Ideen gesammelt und dann wird das alles kondensiert. Auch das haben wir mit dem Unternehmen gemacht und haben einfach geguckt, was ist denn, wie können wir das so konzipieren, dass das Modell, dass es wirklich von den Kunden besser angenommen wird, dass das Kosten-Nutzen-Relation auch dargestellt wird. Das waren sozusagen die Hauptarbeitsfelder. Dann haben wir auch verschiedene Projektphasen eingeleitet und ja, ein zufriedener Unternehmer, der auch sieht, ja, es hat sich gelohnt, diesen Prozess zu gehen, diesen Prozess mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, um zu einer besseren Lösung zu kommen. So, jetzt nochmal zu den Themen, die wir behandeln. Wir sind sicherlich von den Kompetenzzentren, die es gibt, das Zentrum, was ich nenne es mal die weicheren Themen behandeln. Also wir haben das Thema Marketing, wir haben das Thema Personal, wir haben das Thema digitale Geschäftsmodelle. Das ist sicherlich nicht das, was man oft hört, Industrie 4.0, das Klassische. Aber wenn man sich die Struktur anschaut der Unternehmen, es gibt 3,5 ungefähr Unternehmen in Deutschland und davon sind 70% Dienstleister. Das heißt, dieses Thema 4.0, die sprechenden Maschinen, das betrifft in Anführungsstrichen nur 30% Pi mal Daumen der Unternehmen. Und auch diese Unternehmen sind sehr interessiert an dem Thema, an den Themen drumherum, die unabhängig von dem Produkt alle betreffen. Ja? Die Frage, wie mache ich den digitalen Vertrieb, wie finde ich Mitarbeiter, wie bilde ich sie weiter, wie halte ich sie im Unternehmen, das sind ganz, ganz wichtige Themen und wir machen regelmäßig Umfragen bei den Unternehmen, was so die wichtigsten Themen sind und das ist immer das Entscheidende. Online-Marketing und das Thema Personalmanagement, also diese beiden Themen, die ich genannt habe, da spielt auch das Thema Bildung rein, Weiterbildung, digitale Fähigkeiten und Kompetenzen ausbilden, das ist einfach nur ein ganz, ganz großes Feld, wo die Unternehmen auch wirklich Unterstützung brauchen, deswegen haben wir bewusst unseren Schwerpunkt darauf gesetzt. Die Wertschöpfungsprozesse, das, was ich eben genannt habe, die digitalen Geschäftsmodelle, auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich gehe jetzt schnell drüber, Sie können das alles auch auf unserer Website finden, da ist sehr, sehr viel Information zu dem, was wir machen, viele Geschichten, die wir erzählen, zu den Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Ja, die digitalen Geschäftsmodelle, da ist es nochmal, was da alles, ja, die Liste ist natürlich nicht vollständig, aber das ist ein Anfang, wir nähern uns den Themen und entwickeln uns auch natürlich mit den Erfahrungen, die wir sammeln mit den Unternehmen. Was jetzt hier noch fehlt, ist auch da, das finden Sie auf der Website, wir haben ein Kompetenznetzwerk aufgebaut. Das heißt, dass wir dort Unternehmen sammeln, die Kompetenz haben in diesen Bereichen, die sich dort listen lassen können mit ihrem Bild, mit ihrer Adresse, mit ihren Referenzen, dass man sie findet. Das ist bundesweit, das wird auch nach und nach für die anderen Kompetenzzentren zugänglich sein. Das heißt, da wird ein Pool entstehen von geballter Kompetenz. Wenn Sie Interesse daran haben und jemanden suchen, der Sie unterstützen kann, schauen Sie darauf. Wenn Sie selber was anbieten, selber Kompetenzen einbringen möchten, auch dann lade ich Sie ein, da reinzuschauen. Das ist einmalig im Netzwerk der Kompetenzzentren bundesweit. Ja, und damit komme ich auch schon zum Ende. Das ist die letzte Folie, das ist immer die Dankesfolie an das Wirtschaftsministerium, das Bundeswirtschaftsministerium, dass das alles ermöglicht mit einem Budget, das uns für 3 Jahre zur Verfügung steht. Wir sind, wie gesagt, innerhalb der Förderinitiative Mittelstand digital. Das ist eine Abteilung im Wirtschaftsministerium, die das möglich macht. Auch da können Sie gerne reinschauen. Auch da können Sie schauen, was die anderen Zentren machen, welches Angebot es da gibt. Und ja, ich kann nur sagen, es ist spannend, ein spannendes Thema. Und der Mittelstand ist auf dem besten Wege, da auch Fuß zu fassen und da auch sich langsam zu Hause zu fühlen. Vielen Dank. Hier hört man mich besser. Sehr schön. Also, vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen lieben Dank auch für die spannenden Impulse im Vorfeld. Schauen wir mal, ob das alles klappt. Ja, also, mein Name ist André Schmilion von In Systems Automation. Ich habe zwei Fragen mitgebracht. Ich versuche mal zurückzukommen. Zum einen möchte ich in den ersten Slides ein bisschen was dazu sagen, wer ist In Systems? Und in der zweiten Frage eine Antwort darauf geben, was die Politik aus unserer Sicht für den Mittelstand machen kann oder für uns ganz konkret als In Systems, als Unternehmen.
Einige Worte vielleicht zu InSystems. InSystems gibt es mittlerweile seit 1999, gegründet von Thorsten Gast und Henry Stubert. Wir sitzen in Berlin-Adlershof, dort in der Rudower Chaussee. Mitarbeiterstruktur mittlerweile kontinuierlich aufgebaut, inzwischen 50 Mitarbeiter, die in den unterschiedlichen Branchen für uns arbeiten bei InSystems. Also das heißt, wir haben SPS-Softwareentwickler, wir haben Hochsprachenprogrammierer, suchen aber auch immer Konstrukteure und Maschinenbauer, die für uns tätig werden, was gar nicht so leicht ist. Unseren Hauptsitz haben wir in Berlin. Wir haben aber ebenfalls nochmal ein Vertriebsbüro in Fürth und außerdem in Washington, North Carolina, was vielleicht auch für die Diskussion nachher ganz spannend sein wird, den Vergleich zwischen USA und Deutschland beim Thema Industrie 4.0. InSystems versteht sich als Generalunternehmen, das heißt, wir bieten sowohl die Anlagen und Sondermaschinen an, Elektroleistungen sind bei uns ein Thema, genauso wie Softwareentwicklung. Wir versuchen das also alles in-house abzubilden. Unser Leistungsspektrum umfasst dabei die SPS-Programmierung, Visualisierung, Datenbank, anwendungsspezifische Software, aber genauso gut Materialflussrechner und Maschinendatenerfassung. Seit 2012 laufen wir unter der Marke ProEnd oder entwickeln wir unter der Marke ProEnd genau das, was Sie hier vor sich sehen, nämlich Transportroboter. Wofür steht ProEnd? Naja, Pro steht für Professional oder professionelles Umfeld und End steht nicht für Ameise, wie man vielleicht vermuten würde, sondern es steht für autonom navigierender Transportroboter. Ja, das ist ein spannendes Wort, ja. Wie funktioniert das? Diese Transportroboter werden bei uns Kunden individuell gebaut. Das heißt, der Kunde nennt uns seinen Automatisierungswunsch und dann schauen wir uns in der Produktion, in der Industrie bei ihm direkt vor Ort um, was will er transportieren, welche Gangbreiten sind bei ihm, welche Übergabehöhen. Wenn wir das uns alles angeschaut haben, dann geht es um den Transportauftrag und um die Navigation. Dieser Transportroboter, hätte der Kollege vorhin nicht den roten Knopf gedrückt, würde er immer noch hin und her fahren, navigiert autonom, soll heißen, also über den Laserscanner, der eingebaut wurde, sucht er sich seine eigene Route, findet also selbst zum Ziel. Die Roboter kommunizieren über ein verschlüsseltes WLAN und sie sind außerdem personensicher. Also die Gefahr, dass der Roboter vielleicht jemanden umfährt, die ist nicht gegeben, weil der Roboter erkennt sehr, sehr schnell Hindernisse, erkennt sehr, sehr schnell Personen und weicht den Personen dementsprechend aus. Das heißt, er kann auch mit Personen zusammenarbeiten. Was heißt eigentlich autonom? Naja, also am einfachsten kann man sich das so erklären, dass es wie eine Taxizentrale funktioniert. Das heißt, das Taxi würde zum Beispiel vom zentralen Omnibusbahnhof zum Kudamm Auftrag bekommen und sucht sich dann selbst seinen Weg und weicht den Hindernissen aus und meldet eventuell auftretende Motorschäden an die Zentrale. Wir bei InSystems entwickeln individuelle Lösungen. Individuelle Lösungen von 30 bis 1000 Kilo, die von uns transportiert werden können. Das sind die kleineren Lösungen, die wir hier haben, sehr unterschiedlich im Aufbau und dann die etwas größeren Automatisierungslösungen oder aber, wie jetzt der hier vorne, der vor Ihnen steht, der Trash-Robot. Wir haben leider noch keinen cooleren Namen, also deswegen ist, ich lade jeden herzlich dazu ein, sich daran zu beteiligen, uns Namen zuzuschicken, die ein bisschen besser klingen als Trash-Roboter. Die Idee dazu kam uns in Dubai. Wir haben die Anregung da bekommen, könnt ihr nicht auch Müllroboter bauen? Ja? Das heißt, ein fahrender Roboter, wo man dann einfach nur Müll hineinwerfen kann. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich können wir das. So. Und das Ergebnis steht jetzt hier vorne. Gebt zu, man könnte es noch sicherlich ein bisschen besser gestalten, könnte den noch ein bisschen menschlicher machen, aber das ist ja erst die erste Version. Was sind die Vorteile eines solchen Roboters? Klar, ziemlich trivial, macht keine Raucherpausen, langes Durchhaltevermögen, ist berechenbar, er lädt von allein, das heißt, wenn man ihn jetzt hier hin und her fahren lassen würde, würde er dann auch nach einer Weile zur Ladestation bei meinem Kollegen hinfahren und sich dort automatisch aufladen. Er übernimmt langweilige Aufgaben. Also es gibt nichts Unsexigeres, als irgendwie ein riesengroßes, schweres Teil von A nach B den lieben langen Tag hin und her zu transportieren. Das macht dann der Roboter. Keiner muss also mehr schwer tragen.
Und damit man sich das Ganze mal so ein bisschen haptisch vorstellen oder praktisch vorstellen kann, habe ich ein Kundenbeispiel mitgebracht. Und zwar die Firma Bierbaum. Weiß nicht, ob der ein oder andere die Firma Bierbaum kennt. Die Bierbaum-Firma sitzt in Borken und die machen, sind Deutschlands größter Bettwäschehersteller. Und die haben uns gefragt, ob wir in der Lage sind, große, schwere, 100 Kilo schwere Fässer, die offen sind, Farbfässer, von den Druckmaschinen in die Farbküche zu transportieren. Das haben früher, wohlgemerkt, Mitarbeiter selbst gemacht, zum Teil händisch die 100 Kilo Fässer bewegt oder aber mit einer Sackkarre. Und Herr Bierbaum, Mittelständler durch und durch, hat dann gesagt, wir stellen die Produktion auf Industrie 4.0 um und verwenden die Automatisierungslösung von den Systems. Wenn das Video funktioniert, zeigt das hier einmal, wie das genau aussieht. Das heißt, wir haben den Transportroboter mit dem offenen Farbpass und der Roboter sucht sich jetzt quasi seinen eigenen Weg, scannt die Umgebung ein und wird jetzt gleich sehen, links, dass da ein Gabelstapler ist und umfährt den Gabelstapler. Ähnliches würde er auch machen, wenn jetzt ein Werker durch die Halle laufen würde. Er würde seine Geschwindigkeit reduzieren und an dem Werker dran vorbeifahren. Wenn er an der Übergabestation angekommen ist, richtet er sich aus und dann werden die Rollbahnen angeworfen und das Farbfass wird dann quasi übergeben. Und das ist genau so ein Farbfass, was früher eben von den Mitarbeitern selbst transportiert wurde. Das natürlich wirklich auf den Rücken geht, wenn man das die ganze Zeit macht. Ja. Ich glaube, das Video geht noch eine halbe, 30 Sekunden. So sieht das aus. So viel vielleicht erstmal zu der Technik und zu uns Systems, was in Systems macht. Jetzt zu der zweiten Frage, wo kann uns die Politik unterstützen oder wo sehen wir zumindest Möglichkeiten, dass wir Unterstützungsbedarf bekommen? Das sind zum einen also die Zukunftsorte schaffen. Das klingt jetzt ein bisschen plakativ, aber es geht tatsächlich um Gewerberäume, attraktive Gewerberäume, Ansiedlungsflächen für Industrie 4.0 Unternehmen. Wir haben, habe ich eingangs gesagt, mittlerweile 50 Mitarbeiter, sind jetzt aber auch an einem Punkt angelangt, wo wir uns vergrößern wollen. Wir haben einen Showroom, wir haben eine Werkshalle, wir produzieren die Transportroboter selbst, aber es wird halt zu eng. Und das wären Sachen, wo uns eventuell die Politik mit attraktiven Zukunftsorten unterstützen könnte. Genauso das Thema Innovationsförderung. Also Ideen, die wir im Unternehmen entwickeln, bei der Umsetzung helfen. Das heißt, Wachstumspläne begleiten und unterstützen. Genauso das Thema, ich sehe gerade, meine Folie hat es ein bisschen zerschlagen, aber gut, das ist schon in Ordnung. Ausbau von Hotspot Industrie 4.0. Es gibt sehr, sehr viele gute Netzwerke und Plattformen, die existieren bereits, wie beispielsweise von Berlin Partner. Der Kompetenzatlas, den ich sehr schätze. Wo wir uns aber ebenfalls Unterstützung wünschen, wäre eben Marketing für Produkte. Das ist das, was Frau Horn gesagt hat, ganz interessant. Da sollten wir uns vielleicht nachher nochmal unterhalten dazu. Das kannte ich nämlich vorher noch gar nicht, die Initiative. Und natürlich, diese Roboter müssen ja irgendwie gebaut werden. Ja? Das heißt, wir brauchen natürlich auch Talente für morgen, die uns im Recruiting-Bereich unterstützen. Das heißt, finden Sie mal einen Maschinenbauer. Wo finden Sie die SPS-Programmierer? Wo sitzen die? Da brauchen wir natürlich auch Unterstützung, jede Menge. Ja. Da gibt es auch die ein oder andere Initiative bereits, auch von der Bundesregierung ins Leben gerufen. Machen wir seit November das Deutschlandstipendium, haben damit auch sehr gute Erfahrungen machen können. Aber ich glaube, es gibt noch keinen Carrier-Tag für Industrie 4.0, wo man sich als Unternehmen anschließen kann. Und dann vielleicht zum Abschluss meines Vortrags noch einmal zwei Fragen, die ich bitte auch vielleicht in die Runde geben könnte und die auch sehr allgemein sind, aber letztendlich auch den Kern treffen. Die Zukunft der Arbeitswelt. Das heißt, wenn dann plötzlich ein Roboter in der Produktion fährt, geht es ja auch darum, dass man die Leute mitnimmt. Das heißt, wie können wir die Gesellschaft vorbereiten auf diesen technischen Wandel, der da passiert? Und wie können wir vor allen Dingen die Leute im Bereich Industrie 4.0 teilhaben lassen an diesem an dieser Entwicklung. Was sind die Antworten? Ist das ein bedingungsloses Grundeinkommen? Sind das andere Sachen? Das würde ich gerne in die Diskussion geben wollen. Finde das auch sehr spannend. Da auf Ihre Antworten bin ich sehr gespannt. Und wünsche uns einen weiteren schönen Verlauf.
der Veranstaltung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. André, bleib gern direkt hier. Wir würden dann nämlich direkt in die Diskussion einsteigen wollen. Von daher bitte ich auch nochmal die Alexandra mit auf die Bühne. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und ich hoffe, Sie haben auch welche. Genau. Wir machen es uns ja einfach mal bequem. Ach so. So, jetzt haben wir natürlich viel gehört. Schön auch mal die Bandbreite zu sehen, wo der Mittelstand überall unterwegs ist. Es geht von digitale Geschäftsmodelle, Marketing, Webseiten bis hin zu einem Roboter, der fährt. Also es ist schon sehr spannend. Und jetzt gibt es natürlich, wir stellen uns ja heute die Frage, wie sieht es denn aus mit der Ordnungspolitik? Und deswegen dachte ich mir, wir öffnen das Ganze natürlich auch. Und ich dachte, wir fragen vielleicht auch mal die Politik und würde damit vielleicht auch ganz gerne den Anfang machen. Und ich habe jemanden gesehen, der sich heute ins Publikum geschlichen hat. Herr Schlömer, Sie sind im Abgeordnetenhaus für die FDP tätig und der André hatte gerade ein paar Fragen angeworfen. Vielleicht haben Sie Lust, die zu beantworten. Kommen Sie gern mit hoch. Ja, es sind natürlich viele Fragen. Ich will mal meine Rolle kurz beschreiben. Ich bin Sprecher für Bürgerrechte und Digitalisierung im Abgeordnetenhaus von Berlin, in der Fraktion der Freien Demokraten. Bin kein Ordnungspolitiker, kein Wirtschaftspolitiker. Aber um einige Punkte mal aufzugreifen, die Sie genannt haben, wo besteht politische Gestaltungsmöglichkeit, was muss man tun, was sind Ansätze für politisches Handeln? Das erste Thema ist, glaube ich, bei den mittelständischen Unternehmen politisch zu unterstützen bei der Förderung von Informationssicherheit und IT-Sicherheit. Das ist eine ganz große Herausforderung für KMU-Unternehmen. Es zeigt sich, dass zunehmend Cyberattacken, Cyberangriffen auch auf die deutsche Wirtschaft angestrengt werden. Und hier ist ein Punkt für politischen Gestaltungsspielraum. Ein zweiter Punkt, ich gehe jetzt mal so einfach, was ich jetzt in Erinnerung habe, ist die Förderung von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Das ist sicherlich eine auch große Herausforderung. Es müssen vor allen Dingen wissenschaftliche Ausfort- und Weiterbildungsangebote geschaffen werden. Wir müssen aber auch sehen, wie wir informell erworbene Kompetenzen und nicht formal, also betriebliche Weiterbildung, auch anerkennungsfähig machen, damit Unternehmen in die Lage versetzt werden, beispielsweise von ausländischen Mitbürger und Mitbürgern, die hier nach Berlin kommen, Qualifikationen leichter zu erkennen, die anerkannt werden und dann leichter zu integrieren in die Arbeitsprozesse. Was auch wichtig ist, da haben wir in der letzten Woche, in der letzten AGH-Sitzung, die FDP einen Antrag eingebracht in die Diskussion. Wir haben vorgeschlagen, für Berlin einen Berlin Innovation Hub zu gründen, der letztendlich eine Wissens- und Informationsplattform, auf der technologische und digitale Innovationen systematisch und zielgerichtet gefördert werden. Ziel ist es, Wissenschaftler, Vertreter der Wirtschaft, Talente, Ideenträger, Innovationstreiber an einem Ort zusammenzubringen, um insbesondere Verwaltungsprodukte und Bürgerservices für die Berliner Bevölkerung zu verbessern. Das ist so etwas, was Sie mit Plattformideen meinen. Da ist die Politik, glaube ich, auch gefordert, solche Angebote zu machen, um letztendlich die wesentlichen Agenten zusammenzubringen. Und ein vierter Punkt, ich bin auch Sprecher für Bürgerrechte, ist die Herausforderung, wie wir letztendlich unsere Privatsphäre, unsere Bürgerrechte technologisch so gestalten können, dass unsere Freiheitsrechte gewahrt bleiben. Ich gebe Ihnen da auch ein Beispiel. Das geht über Forschungsförderung dann, das war ja auch angesprochen worden. Wir müssen Forschung anstrengen, die beispielsweise es ermöglicht, Datenbanksysteme in Industrieunternehmen so zu gestalten, wenn sie personengebundene Daten haben, dass sie nicht de-anonymisiert werden können. Also technische Innovationen fördern, bei denen es dann darum geht, Anliegen wie Privacy, informationelle Selbstbestimmung letztendlich zu fördern. Da gibt es noch hohen Nachholbedarf und das ist ein Beispiel jetzt für Forschungsförderung. Das ist so das Spektrum, was ich jetzt mal aus Ihren Referaten so entnommen habe. Und ich bin jetzt auch nicht vorbereitet, mehr weiß ich jetzt im Augenblick auch nicht. Ja, erstmal vielen Dank für die spontane Reaktion. Ja, gern, Alexandra. Ich würde ganz gern dazu direkt etwas sagen, vor allen Dingen zu dem ersten Punkt, den Sie genannt haben, die IT-Sicherheit, mehr Informationen zur IT-Sicherheit.
weil ich denke mal, wenn wir das ganze Thema Digitalisierung nehmen, dann muss allen klar sein, es gibt Unternehmen, die sich dem verschließen und dann wird das so bleiben. Das ist eine freie Wirtschaft, jeder muss unternehmerisch seine Entscheidungen treffen. Die Politik macht da, glaube ich, einen guten Job, indem sie viel Information zur Verfügung stellt. Aber letzten Endes bleibt es beim Unternehmer dabei, dass er das als Unternehmer begreifen muss, dass es ihm das was bringt. Es muss Klick bei ihm machen und dann läuft das auch. Anders beim Thema IT-Sicherheit, glaube ich, weil da ist wirklich, da sehe ich das, also würde ich Sie auch wirklich unterstützen in dem Punkt, dass sich die, also das Gegenargument ist, es ist doch schon so viel an Informationen da und man muss es doch nur abholen. Ich glaube, was man unterschätzt, ist, dass die Szenarien, die Sicherheits- oder Unsicherheitsszenarien sich ständig wandeln, ständig neue dazukommen und der Mittelstand da wirklich völlig schutzlos ist. Und da würde ich das unbedingt unterstützen, dass die Politik da gar nicht genug machen kann. André, wie siehst du das? Also im Grunde ähnlich. Also es gibt, das erleben wir als Unternehmer, teilweise auch ein Überangebot. Ja? Das heißt, wir wissen gar nicht, wir wissen, dass das Thema IT-Sicherheit eine enorme Rolle spielt. Und das erleben wir gerade auch bei den Kunden, die mit uns das Thema Industrie 4.0 von der ersten Minute an quasi bis zum fertigen Transportroboter erleben. Das heißt, was passiert eigentlich mit den Daten, wenn der Roboter dort mit dem Laserscanner durch die Industriehallen fährt. Ja? Das heißt, da laufen ja, der Laserscanner erfasst alles, der Laserscanner sieht die Mitarbeiter. Das heißt, man wird automatisch auch mit diesen Fragen konfrontiert und das Thema IT-Sicherheit spielt also für uns als Unternehmen, für InSystems, eine sehr, sehr große Rolle, na klar. Das heißt, wir werden automatisch damit konfrontiert und müssen uns auch diesen Fragen stellen. Super, vielen Dank. Bevor ich meinen ganzen Fragenkatalog abarbeite, ich hätte da nämlich noch ein paar, wollte ich mal gerne ins Publikum reinfragen. Gibt es denn schon Fragen Ihrerseits? Wir haben ja auch noch einen freien Stuhl. Wenn jemand kurzerhand Interesse hat, da sind wir natürlich auch gern bereit, die Runde noch zu vergrößern. Nicht alle auf einmal. Okay, dann mache ich einfach weiter. Ich hab ein paar Fragen, so ist das nicht. Also wir haben ja hier auch im Vorfeld gefragt, wo sehen Sie Zukunftschancen und wo sind vor allem die größten Innovationsbremsen? Du sagtest Mitarbeiter, schönes Stichwort. Was gibt es denn da noch zu tun? Du sagtest, es gibt ganz viel, ihr findet keine? Ja, ich glaube, das ist das größte Problem, die Mitarbeiter zu finden. Also wir haben das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Geisteswissenschaftler, es gibt sehr, sehr viele Juristen, ich zähle mich auch zu den Geisteswissenschaftlern, aber es ist eben verdammt schwierig, Maschinenbauer zu finden oder Konstrukteure zu finden. Und wir haben bei InSystems mittlerweile auch sehr viele aus dem Ausland, die dann für uns ja, also die Roboter zusammenbauen. Das heißt, es ist gar nicht mehr so, dass wir nur gucken können, was hier in Berlin, was hier in Brandenburg an Fachkräften ist, sondern wir müssen als Unternehmen auch lernen, über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, dann müssen wir halt Englisch sprechen, dann müssen wir indische Fachkräfte uns suchen oder eben jemand aus Tunesien und das ist dann auch alles möglich. Ja? Aber da muss man sich überlegen, wie geht man das am besten an? Welcher Kanal ist hier? Wie ist es bei dir? Ist das auch ein Thema im Kompetenzzentrum? Oder? Ja, also das finde ich gut, dass das Thema angesprochen wird. Wir haben auch immer wieder Szenarien, wo Unternehmen sich auf den Weg machen, wirklich sagen, gut, wir gehen den Weg, wir digitalisieren, wir stellen alles um. Und da kommt es immer wieder vor, dass Unternehmen auf uns zukommen und sagen, wir haben ein Riesenproblem, weil unsere Gesellschaft dadurch, unsere Belegschaft, Entschuldigung, dadurch gespalten wird. Und das ist ganz oft ein Generationenthema, dass die Älteren einfach sagen, das mache ich jetzt einfach nicht mehr mit. Ich verabschiede mich, ich nehme mein ganzes Wissen mit und weg bin ich. Und der Unternehmer steht dann mit jüngeren Mitarbeitern, die das Wissen einfach nicht haben können, was die Älteren haben. Und da kommen wir wieder auf eine ganz andere Ebene, auf das Thema der Führung. Ja, wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Da gibt es sicherlich auch kein Patentrezept. Aber das muss einem bewusst sein, dass das passiert. Und das passiert ständig. Und natürlich kann man auch im Ausland nach Fachkräften schauen, aber wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele, auch ältere Mitarbeiter, die viel Wissen haben und das dann einfach verloren geht. Und ja, da ist immer die Frage, wie nimmt man die mit? Wie gesagt, es gibt keine Patentlösung dafür, aber damit sind die Unternehmen konfrontiert. Schöne Frage, der Generationenwechsel wurde gerade angesprochen. Wir haben es politisch gesehen auch nochmal andersrum. Auf der Tafel dort hinten steht, Politiker über 50 sind unter anderem eine Innovationsbremse bei der Digitalisierung. Wer hat denn das geschrieben? Wollen Sie uns das näher erläutern? Wenn wir in die Repräsentanten schauen, die Institutionen, sehen wir da sehr viele graue Haare. Ich glaube, es ist ein Problem.
Ganz kurz, das ist aber schön, dass wir das heute hier auf dem Podium mal andersrum gemacht haben. Ne? So, also. Wie sieht es denn aus, André? Ich habe zufällig erfahren, du hast ein Startup gegründet vor einer Weile auch. Und wenn wir jetzt gerade davon reden, dass die Politiker zu grau sind, um quasi den Unternehmeralltag zu verstehen. Hier sind noch zwei Plätze. Ich sehe sie auch nicht. Sie kommen, können gerne nach vorne kommen. Wir haben noch einen Platz auf der Bühne frei. Wo sind Sie denn? Genau, nochmal ganz kurz, nur einen kurzen Satz. Also, dann haben wir es für alle. Das ist für die Damen und Herren in den letzten Reihen. Genau. Ich sehe ein großes Problem daran, dass wir eine Überalterung in Anführungsstrichen haben der Ansätze und Programmatik in vielen gesetzgebenden Organen. Wir haben hier eine Revolution, die ist sehr jung, die findet gerade erst statt. Und ja, auch von hier war der Punkt ganz links da. Die droht ein wenig an uns vorbeizurollen. Und ich glaube, wir sind, was gesetzgebende Prozesse angeht, zu langsam. Wir sind zu alt und wir sind zu langsam. Mhm. Gesetze haben kein Verfallsdatum. Mhm. Damit geht's los. Und ich sehe das als ein ganz zentrales Problem an. Okay. Nicht nur in diesem speziellen Fall. Super, vielen Dank nochmal für die Ausführung. André, jetzt nochmal zurück. Ich habe ja gerade schon angefangen, du hast ein Startup gegründet. Und es gibt ja, wie gesagt, es steht im Raum, die Politik denkt am Unternehmer vorbei. War das schwierig? Hat dir die Politik Steine in den Weg gelegt? Oder wo gab es vielleicht Möglichkeiten, wo du dir gedacht hättest, ein paar jüngere Leute, ein paar mehr Wirtschaftsverständnis wäre schon gut gewesen? Also ich glaube, wenn man ein Startup gründet, dann denkt man am wenigsten an die Politik. Sondern man überlegt sich zunächst erstmal, wie kann ich überhaupt diese Idee in den Markt bringen. Ja? Und was man als Unternehmer da braucht, ist vor allen Dingen, wird wahrscheinlich der ein oder andere, der das selbst durchgemacht hat, jede Menge Geduld, viel, viel Ehrgeiz, viele Nachmittage und Abendstunden, die da drauf gehen und am Ende natürlich jede Menge Kapital. Ja? Das heißt, man muss sich überlegen, wir haben jetzt eine App ins Leben gerufen, nennt sich YouMove, da soll man also quasi Sport organisieren, funktioniert deutschlandweit, aber das Thema muss natürlich vermarktet werden. Ja? Und das ist, wenn man so vier Leute, die das ehrenamtlich machen, hat, relativ schwierig, die alle noch in Hauptjobs stecken. Und das war dann natürlich eine der größeren Herausforderungen. Ja? Die Politik spielte da erstmal gar keine Rolle. Ja, wenn ich das vielleicht kurz ergänzen darf, also genauso denken Unternehmer, das ist auch gesund so. Also wir sprechen ja viel über Digitalisierung, über IT-Sicherheit, also wir sprechen über die Phasen, wo wir schon mittendrin sind, über das Netzwerk, das wir als BVMW haben. Wir sind mit 300 Geschäftsstellen in ganz Deutschland und wir sind in Orten, die zum Teil sehr klein sind, also wir sind zum Teil in der tiefsten Provinz. Und wenn wir da mit dem Thema kommen, da, ich will jetzt nicht sagen, dass wir ausgelacht werden, aber da ist technisch die Möglichkeit zu digitalisieren nicht vorhanden, weil das Netz es nicht hergibt, der Internetzugang. Also das ist einfach mal eine Grundvoraussetzung, bevor wir über all diese Dinge sprechen. Und das sind Hausaufgaben, die nicht gemacht wurden über viele Jahre. Ob das jetzt an der überalterten Politik liegt, das würde ich jetzt sagen eher nicht. Aber das sind einfach technische Grundvoraussetzungen, die nicht da sind. Deswegen ist Digitalisierung schlichtweg in vielen Landstrichen nicht möglich. Wir sitzen hier in Berlin. Wir haben meistens gutes Netz, aber das ist... Aber selbst hier haben wir teilweise Probleme. Wollte jetzt nicht sagen, genau. Aber kaum sind wir aus der Stadt raus, wird es schon schwierig. Also das sind einfach mal Grundvoraussetzungen. Und wenn die geschaffen sind, können wir über all das andere auch nochmal ganz anders sprechen. Denkt ihr, wir brauchen ein Digitalministerium, das vielleicht genau das irgendwie sich auf die Agenda schreibt? Aktuell liegt es beim Verkehrsministerium, digitale Infrastruktur. Oder glaubt ihr, es gibt eine andere Situation, wie man das besser handhaben könnte? Guckst mich jetzt ja, an. Ja, ja. Ich glaube, er wird auch was dazu sagen. Darf er gleich auch. Also nein, ich glaube nicht, dass das was bringt. Ich glaube, dass es eben genau das nicht passieren sollte, weil Digitalisierung in jedem Bereich eine Rolle spielt. Und jeder müsste es eigentlich auf der Agenda haben. Dass es dann im politischen Alltag nicht immer Hand in Hand geht, hat dann andere Gründe. Aber ich glaube, dass man jetzt sagt, ich mache ein Digitalministerium und habe dann ein Wirtschaftsministerium und ich habe ein Arbeitsministerium, dann habe ich es vielleicht irgendwann doppelt und dreifach.
ich glaube, es ist genau die Herausforderung zu sagen, das ist überall, muss es auf der Agenda sein und jeder muss es auf dem Schirm haben und das Beste daraus machen und vielleicht auch dann mal über Parteigrenzen hinwegschauen, über Ministeriengrenzen hinwegschauen und einfach an der Sache arbeiten. Wie siehst du das ebenfalls? Also ich glaube, wenn man das irgendwo im Ministerium andockt, dann ist immer die Gefahr, dass dann Referatsleiter sich ein Thema annehmen und das ist sehr positiv, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Angebote. Der BVMW bietet jede Menge an, die Berlin, die Technologiestiftung in Berlin ist sehr, sehr gut aufgestellt, was das Thema Industrie 4.0 anbelangt. Und es gibt noch etliche andere. Und ich glaube, den Gedanken, den du aufgegriffen hast, dass man also in die Breite das Ganze trägt und dass man sich überlegt, ja, wie kann ich denn den Einzelnen, auch die älteren Semester, mitnehmen bei diesem Änderung, bei diesem Wandel, der in den Unternehmen passiert, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ja. Ich will jetzt nochmal eine Lanze für die älteren Leute brechen, weil das irgendwie auch nicht so stehen lassen kann. Wir haben über Nutzerfreundlichkeit gesprochen, beziehungsweise habe ich ja darauf hingewiesen, dass das ein Anliegen von uns ist. Und ich glaube, wir kennen viele Ü60, sogar auch Ü70, die Handys, die iPhones benutzen, die, also jetzt keine Werbung für irgendeinen Anbieter, aber die einfach mit nutzerfreundlichen Geräten sehr wohl gut umgehen. Also vielleicht da auch mal noch ein Appell an einen Markt, der vielleicht noch nicht erschlossen ist, dass man vielleicht auch an der Stelle nochmal guckt, wie kann man das denn so machen, dass es auch ältere Generationen annehmen. Denn ich glaube, wenn das nutzerfreundlich ist, wird es durchaus auch angenommen. Also vielleicht nochmal an Unternehmer hier im Raum. Ja, bitte, wir haben eine Frage. Moment, wir brauchen ein Mikrofon, sonst gibt es gleich wieder. Ja, ich möchte den Themenkreis noch mal ein bisschen erweitern über die Altersfrage hinaus. Sie haben hier ein sehr innovatives Produkt, das aber zwangsläufig dafür sorgt, dass bestimmte Arbeitsplätze auch entfallen. Gering qualifizierte Arbeitsplätze werden entfallen. Und da muss man sich ja die Frage stellen, wie geht man damit um? Also man wird es sicherlich nicht planen können, diese Personen von heute auf morgen irgendwohin umzusetzen oder umzuschulen. Man muss aber, glaube ich, politische Rezepte entwickeln. Ich habe kein Patentrezept dafür, wie man sie mitnimmt, damit sie hinterher nicht bei den Rattenfängern von links und rechts landen. Gute Frage. Wie sieht es aus? Wenn man zu so einer Veranstaltung eingeladen wird, ist das vermutlich auch eine der Fragen, die man schon im Hinterkopf versucht für sich zu beantworten, weil diese Frage tagtäglich in unserem Geschäft eine Rolle spielt. Klar. Also das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit der Firma Bierbaum, das waren halt schwere Fässer, das vorher eben die vorher von den Mitarbeitern, also quasi einfache Tätigkeiten, nicht wertschöpfende Tätigkeiten, die von den Mitarbeitern dort gemacht wurden. Und jetzt könnte man sich fragen, ist das denn gut, dass Mitarbeiter so ein 100-Kilo-Fass transportieren auf die Dauer? Vermutlich nicht. Ja. Und wir haben die Erfahrung gemacht bei einem unserer größeren Kunden, nämlich der Firma Continental. Die haben die Mitarbeiter dann einfach in anderen Bereichen eingesetzt, dann Fortbildungen angeboten für die Mitarbeiter und sie quasi auf Aufgaben gesetzt, die wertschöpfend sind. Denn mit Verlaub, also ein Farbfass hin und her transportieren, ist nicht wertschöpfend. Müll zu entsorgen ist, glaube ich, auch nicht so wertschöpfend, außer dass es sinnvoll ist. Aber also die Idee verstanden. Also deswegen, ich glaube, dass wenn die Unternehmen bereit sind, dann auch die Mitarbeiter umzuschulen, Qualifikationsmöglichkeiten anzubieten, dann ist das auch eine große Chance. Und dann führt man vielleicht auch aus dieser Spirale raus, die sich da auftut. Ja, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, auch in der Situation nicht nach dem Staat zu rufen, denn das wäre, glaube ich, der falsche Ruf. Und ich glaube, die Unternehmen müssten das als einen Teil der Aufgabe betrachten, eben die traditionellen Tätigkeitsfelder, die dann entfallen, weiterzuentwickeln und Qualifizierungsmaßnahmen zu ergreifen. Das ist aber eine Aufgabe bei den Unternehmen, die sie sich auch auf die Fahnen schreiben müssen. Auch aus meiner Sicht offensiv, weil ich nicht nur sagen kann, ich mache die Welt schöner, bunter, besser, sondern ich muss auch gucken, wie ich mit der Welt von hier und heute umgehe. Aber das ist auch typisch Mittelstand. Das macht der Mittelstand eben. Genau nicht das. Nur meckern, sondern machen. Genau. Die machen einfach. Also, dass wir ein Fachkräfteproblem haben, das ist allseits bekannt. Und wenn man in die Unternehmen schaut, die meisten Weiterbildungsmaßnahmen finden aus den Unternehmen heraus statt. Und da ist auch wirklich viel Erfindungsgeist. Und da sind viele Möglichkeiten, die sich auftun. Und das ist, glaube ich, auch die Stärke, die Unternehmen haben, dass sie da auch ein bisschen querdenken und Möglichkeiten auch entdecken. Also auch an dieser Stelle einfach mal ein bisschen weniger Politik wagen, sondern einfach wirklich aktiv werden. Sehr schön. Gibt es weitere Fragen noch? Wir haben noch einen kurzen Moment Zeit. Nein. Gut, dann würde ich einfach... Ah, doch, bitte. Moment. Ein
Mikro für Sie ist auf dem Weg. Ja, danke schön. Ich hätte eine Frage, weil auch angesprochen wurde, dass es eine Präsenz in Amerika gibt. Ich bin interessiert daran, in Amerika heißt es ja Advanced Manufacturing oder Smart Factories, wie es auch genannt wird, was die Unterschiede von der Unternehmerseite sind und vielleicht auch, wenn Sie es mitbekommen haben, von der Politikseite wieder reguliert wird. Also ich glaube, das kann man am besten damit beantworten, dass man in Deutschland, dadurch, dass wir in Deutschland sehr viele familiengeführten Unternehmen haben, mehr nachhaltig denkt. Das ist in Amerika nicht so der Fall. Da denkt man eher in kleinen, also jedenfalls aus unserer Erfahrung, in kleineren Zyklen. Wenn etwas nicht läuft, dann wird das abgeschaltet. Das ist hier gibt man den Sachen eher eine Chance. Ja? Wir haben jetzt hier den Prototypen. Ich wette, in 1-2 Jahren steht hier die nächste Generation, die übernächste Generation, und mit sehr, sehr viel mit Diskussion, mit Mitnehmen, Reden darüber, ist man da bereit, solchen Prototypen auch eine Chance zu geben. Wenn das in Amerika nicht läuft, ist das Ding tot. Ja? Also so viel vielleicht erstmal aus unserer Erfahrung, wie wir das mitbekommen. Ja? Weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Okay. Ansonsten, wenn es jetzt keine weiteren Fragen, eine noch, die letzte, dann Mikrofon kommt. Ich würde gerne noch mal eine kleine Gegenthese machen zu meinem Vorredner hier vorne. Ja. Ich glaube, es ist in der Tat natürlich sehr, sehr, sehr wünschenswert, dass der Mittelstand, auch Großunternehmen, sich in der Tat selber dafür sorgen oder darum kümmern, Leute, die durch technologischen Wandel weitergebildet werden müssen, das auch zu organisieren. Ich bin aber sehr skeptisch, dass es das in großem Maße gelingen wird, weil da ja jetzt schon Technologien auf uns zukommen, die das nicht mehr so möglich machen. Also das beste Beispiel sind wahrscheinlich selbstfahrende Fahrzeuge, dass wir alle Taxifahrer, alle Busfahrer, alle Lkw-Fahrer von selbst umschulen können, ist, glaube ich, illusorisch. Das Ganze geht ja jetzt auch schon es kommen jetzt Techniken auf den Markt. Im nächsten Jahr will eine Firma marktreif sein, die es schafft, mit künstlicher Intelligenz Customer Support Anfragen zu 80% automatisch und grammatikalisch perfekt zu beantworten. Es wird Technologien geben, die Rechtsanwaltsarbeiten ersetzen werden. Also wir werden da in ganz neue Bereiche vorkommen. Der Wandel wird, glaube ich, immer schneller, sodass es aus meiner Sicht zu einfach ist zu sagen, ah, das macht der Mittelstand mal selber. Ich würde mir schon wünschen, auch um gesellschaftlichen Rückhalt zu haben und Unterstützung zu haben für diesen technologischen Wandel, dass wir da ein bisschen mehr uns darum kümmern, die Verlierer dieses technologischen Wandels zu enablen, weiterzubilden und dann eben nicht zu so großen Verlierern zu machen. Möchte jemand noch darauf antworten? Nein, also ich habe nur gesagt, das ist Tatsache, dass es im Augenblick so ist. Im Augenblick sind die Unternehmen, und das ist eine Unternehmermentalität, dass man das selber macht. Und vor allem das Thema Weiterbildung ist ja jetzt auch nicht beliebig, dass man sagt, es gibt eine Weiterbildung. Ja, es muss ja in jedem Unternehmen, gibt es ein ganz spezielles Wissen, was man sich aneignen muss. Das wird von einem älteren Mitarbeiter zum Teil auf den jüngeren übertragen. Also da gibt es zum Teil sehr individuelle Modelle und das entsteht einfach. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass das ohne jede Unterstützung laufen muss, aber de facto ist es im Augenblick so. Aber natürlich, ich meine, es gibt immer so zwei Extremen. Ich habe auch letztens einen Vortrag gehört, da ging es um die Einführung des Webstuhls, 1860. So, und dann hatten alle Angst, dass jetzt plötzlich alle Weber keinen Job mehr haben. Sicherlich entwickelt sich das in Wellen und es entstehen aber so, glaube ich, einfach neue Modelle. Also dann gibt es eben der Webstuhl, der die Arbeit maschinell erledigt. Und es sind neue Berufsfelder entstanden. Und natürlich ist immer jede Veränderung, macht Angst und ist erstmal unangenehm. Man wird ja am liebsten alles so behalten, wie es ist, aber so ist es nicht. So, es geht immer weiter. Und ich glaube, da wird man einfach erfinderisch sein. Und das sind ja Unternehmer, das ist ja das Schöne. Und ich glaube, genau das ist auch das, was wir als Verband und auch die Naumann-Stiftung natürlich weiterhin vorantreiben wollen, diesen Wandel von Angst vor zu Freude auf. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort in dem Moment. Natürlich sind Sie gern eingeladen, für den Mittagsimbiss noch bei uns zu bleiben. Da sind natürlich auch gerne die Referenten für Fragen bei Ihnen zur Verfügung. Und ansonsten, ja, wir freuen uns auf die nächsten Termine von Freiheit Digital. Es wird unter anderem um E-Government gehen, also vielleicht auch nochmal ein Thema für die Gründer. Und ansonsten herzlichen Dank an Alexandra und an den André und vielen Dank auch ans Publikum für die Teilnahme. Dankeschön. Danke.